YouTube, ich bin's mal wieder, euer Matze85LP. Wir hatten letztes Mal angefangen, hier zu dreschen. Hier angefangen zu dreschen mit Raps und wir machen jetzt hier weiter, da wir halt es brauchen, dass wir endlich unsere Dieselproduktion in Gange haben. Ich versuche diese Folie noch hochzukommen. So, diese Produktion. Da wir ja, also momentan nicht steht. Und dann auch noch nicht weitermachen können. Wie gesagt, die Sandgrube läuft ja auch noch. Schon kriegt. Ich stelle gerade mal, schiebe erst ein bisschen nach. Hoffen, dass es jetzt besser geht. Wir müssen halt noch ein bisschen Raps machen hier. Dass wir wenigstens die Produktion Jange haben. Offen. Wie gesagt, ich werde hier mächtig, ich werde jetzt die Karten auch ein bisschen umstellen, mehr auf Hand produzieren und weniger auf Helfer. Da wir ein bisschen zügiger in die Gänge kommen möchten und wie gesagt, es ist ja heute Samstag. Hoffentlich passt das Wetter bei euch. Für die meisten Schüler haben wir jetzt Ferien. Ich wollte gerade sagen Urlaub. Auch stimmt ja nicht. Habt eine schöne Ferienzeit bis Ostern. Hier Ostern werde ich mir auch noch was einfallen lassen. Ich denke mal, da werden mehrere Folgen an einen Tag kommen. Ich weiß noch nicht welche Karte. Lasst euch überraschen. Welche Karten wir denn nehmen und wir fahren jetzt nach und nach die Produktion in Jange, da aber wir noch keine richtige Einnahme haben. Sehen uns die Früchte verhökern, bringt glaube ich nichts. Aber ich denke, wir werden wahrscheinlich dem jetzt mitmachen müssen. Unser Fuhrpark ein bisschen umändern wollen, weil ich will, dass ich ein bisschen größeren Fuhrpark habe, dass wir die Produktion nach und nach schneller durchnehmen und mal gucken, was sich hier auf der Karte entwickelt. Ihr habt schon mitgekriegt, seit letzter Woche Sonntag habe ich noch ein anderes Projekt zu laufen. Da könnt ihr auch gerne mal reingucken.
Ihr könnt aber auch gerne reinschreiben, welche Karten wir noch anzocken sollen. Vielleicht nehmen wir sie noch mit rein als zusätzliche Karte. Oder tauschen eine aus. Mal schauen. So, meine Woche war eigentlich relativ stressig noch gewesen. Ich weiß ja nicht, wie eure war, aber ich hoffe, dass die Parts euch auf eine Länge reichen. Ihr könnt es auch gerne länger machen. Schreibt es mir unten einfach rein. Da richte ich mich an euch ein bisschen und na, schauen, was so läuft. Ich versuche halt mit euch die Karte, nicht die Karte, Produktion hier zu laufen zu bringen. In der Hoffnung, dass es euch ein bisschen gefällt. Ich habe hier noch die Fruchtzerstörung mit drin genommen gehabt. Da was ein bisschen flüssiger, was ein bisschen realistischer ist. Wie man sieht, der Tank ist nicht gerade der größte. Ich denke mal, demnächst werden wir auch noch einen größeren Trecker holen. Dass wir eventuell das Grubbern Helfer machen können und ansehen, eventuell selber. Das ist meine Planung. Und dann kommt halt ein größerer Mähdrescher, dass wir da in Jange bleiben. Wir hatten ja in den letzten Parts noch Ackerflächen dazu genommen. Ich denke mal, das war auch richtig so. Wir müssen noch momentan mächtig viel produzieren. Wie gesagt, ich hatte auch privat mal privat gezockt gehabt und die war ja halt auf dem 15er schon draußen. Da war ich auch viele Stunden drauf. Ich glaube weit über 300. Wie gesagt, diesmal nehme ich euch mit. Was da ein bisschen läuft. Kann sich ein oder andere mal ein paar Tipps abholen, ungewollt. Wie es am besten funktioniert.
Mal schauen, wie hier unser Werdegang ist auf der Karte. Was wir so alles schaffen noch. Die Saatproduktion ist leer und da müssen wir halt auch noch was nachfüllen. Ich denke mal, ich mache demnächst mal ein Feld mit Dinkel für die Saatproduktion, da wir mal die noch brauchen und dass wir nur die Fruchtsorte Dinkel für die Saatproduktion haben. Die Kühe müssen wir noch nehmen. Dass es da noch ein bisschen weiterläuft. Ich werde demnächst das Pharma-Tablet noch mit reinnehmen. Dass ich denn weiß, wo was fehlt und wo wir noch nachfüllen müssen, dass wir schneller die Fehlerursachen finden, wenn es nicht läuft. Ich denke mal, im nächsten Part fahren wir hoch, nochmal zu dieser Anlage. Dass unser Diesel dann weiterläuft. Den restlichen Raps lagern wir ein. Eigentlich wollte ich ja noch zwei Flächen bestellen, aber mal wenn wir eben am Sehen sind, gleich die Flächen mit. Dann haben wir halt alles mit immer betrillt und ich war halt die komplette letzte Woche nicht drauf. Hatte halt vorproduzieren müssen, weil ich bin leider nicht zeitlich dazu gekommen. Wegen Arbeit her. War halt mächtig viel zu tun auf Arbeit. Die ganze Bodenbearbeitung. Hier hat halt Zeit die Fressen wie Sau. Ich muss halt auch noch in Real Life arbeiten. Ich bin halt, kann man so sagen, Landwirt. Ja, Landwirt spielen auch alles. Aber sind halt nicht so viele, weil momentan Bodenbehauptung wie ein Jange ist. Tschüss, Sommergerste, ja. Hafer muss jetzt noch gelegt werden, Mais muss gedrillt werden. Das sind halt Ausgänge, die man nicht über Winter machen kann, vor dem Winter machen kann. Mais ja eine südländische Frucht ist und die kann halt kein Frost ab. Da geht sie halt in, wenn sie Frost kriegt. Also muss man sie im Frühjahr rauslegen, rausdrillen und halt Werdegänge
wie man machen muss. Ihr wollt halt was auf dem Tisch haben. Aber zum nächsten Part mehr. Ich verabschiede mich. Euer Matze85LP. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.